Ihr lieben Freunde da draußen, willkommen zurück. Scorcher, es geht weiter und ich glaube, es wird gerade richtig gearbeitet. Sogar unter meinen Füßen. Kim, hörst du auf mir den einzigen Stein, den ich hier habe, wo ich wenigstens groß wirke, wegzumachen. Boah, wie lange dauert das? Unglaublich. Guter Stein habe ich mir hier ausgewählt. Letzte Folge haben wir uns bis hierhin durchgestorben. Zum Glück war es diesmal nur eine Folge. Wir sind ja nochmal für euch, die ganz neu dabei sind. Oh, wir haben da Ärger. Okay. Wir sind ja getravelt. Oh nein. Oh mein Gott. Wir sind ja getravelt von The Island, wo wir alles komplett bis Alpha durchgespielt haben. Wir spielen nämlich jetzt die Geschichte durch und das erste Stück der Geschichte ist ja The Island. Und dann sind wir hier rüber getravelt zu Scorched Earth. Ich werde euch das auch so in die Videobeschreibung pappen, dass ihr immer die Geschichte mitbekommt. Also wir machen jetzt Scorched Earth und dann das nächste wäre dann Aberration. Und dann werde ich euch dann immer Teil 1, Teil 2, Teil 3. Auch wenn es jetzt Staffel 13 ist, ist es trotzdem Teil 2 der Geschichte. Und wir sind alle Maximallevel, mehr oder weniger. Manche sind sogar höher. Hier ein Level. Oh wei. Wo kommt die Hyäne her? Oh Gott, hier kommen ganz viele Hyänen. Wo kommt die her? Oh mein Gott, hier geht's richtig ab. In der Videobeschreibung werdet ihr finden, wir haben einige Mods installiert. Einige Tiermods. Das ist echt heftig hier. Ja, ich geh mal helfen. Oh, Wölfe. Nein, nicht mich! Oh, ich habe es. Jetzt haben die echt mich gebolert. Das gibt's gar nicht, ey. So, ich gehe mal wieder rüber ins TS und dann geht's weiter. Wer von euch hat mich gebolert? Opfer ihn. Da geradeaus. Wie war das? Man muss nur schneller laufen als seine Kameraden. Geradeaus. Sie können uns nicht alle kriegen. Mein Gott. Ich will dann die Bola werfen auf das Viech und auf einmal stehst du vor mir. Ich habe keinen Bock mehr für die Ecke. Baut mal ein paar Betten mehr, wir sterben jetzt auch. Ich habe über 120 Leder in meinem Inventar. Ich habe über 400 Leder in meinem Inventar. Oder wohin? Ja, habe ich alles in meinen Betten, in meiner Leiche. Beide geradeaus und dann links. Alter, was ist das für ein Riesen? Hab kein Leder. Aua, böse Theodon. Was siehst du in den Felsen? Curse, ich habe bitte meine Winter, ich setze gleich. Ja, ich suche halt. Nicht so schreien. Buch hat deine Leiche. Das hab ich nicht, ich hab eigentlich nur... Er ist ein Kaprosokos. Tut mir leid. Alter, ich klaue mir mal random. Ja, mach das. Das ist dauert so lange. Tasche. Ja, ich muss erst. Dex, ich hab deine Tasche gefunden. Ja, ich komme sofort, weil es sind zu wenig Betten. Wir müssen mehr Betten haben, Leute. Ja, machen wir gerade. Ich setz doch gerade drei Stück hin. Schlafsack ist das, oder? Bett. Nein, Betten. Du brauchst direkte Betten. Schlafsäcke können nur von den Personen benutzt werden, die selber reingehen. Und nur einmal, ja. Und nur einmal, genau. Ja. Kannst ja jetzt Billigvariante machen. Ne Bett. Ja, ich bin jetzt gerade schon random gespawnt, hat mir zu lange gedauert. Ich auch. Aber ich glaube, ich werde auch bis dahin hinten nicht hinkommen. Ich werde, glaube ich, sterben vorher. Ja, ich habe es überlebt. Ich habe gerade eine rote Blutsaurier gesehen. Das sah aus wie ein Raubsaurier. Oh, den hole ich mir. Okay, das ist Fabis Leiche. Hm. Warte, wie lange noch? Wie viel hat er? Ach, kann man jetzt nachgucken. Mal. Und das hier ist eine Leiche von Wolf. Oh, Betäubungspfeile. Also Betten stehen drei neue. Jetzt sind kein Jeboa, Androsuchus und Direwolf. Was ist los mit euch? Androsuchus sind passiv. Ich greif nicht an. Dex hat was gefunden. Ja, ein Golem ist gerade hinter mir. Ja, dann Schritt auf, Marsch. Ich bin oder so ähnlich. Ganz, ganz schnell. Und der Wolf war nur bei der Mittel angegriffen. Ey, die Position ist eigentlich voll hübsch, ne? Ja. Hätte ich jetzt auch gedacht, Papa. Ja, doch. Geh dich nicht raus. Das war so, frag Melle. War wirklich so. Jetzt ohne Scheiß. Wenn man von oben runterläuft, zum x-ten Mal, wenn man stirbt, dann sieht man sich die Position mal an. Die ist gut, die sind nett aus. Die ist gut. Wir arbeiten jetzt einfach die 50 Millionen Steine hier weg und dann haben wir ein großes, ebenes Gebiet. Oh, ich will da ist nochmal ein Terrorbird. Gib die fressen. Das geht jetzt auf die Motte drauf. Das ist ein kleiner roter Terrorbird. Oh, das ist voll schade drum. Einfach kann man es nicht zeigen. Deck läuft zum falschen Sack. Emil, schick die doch hierher. Oh nein, schon wieder. Reflexhilfe. Aua. Ich hab drei neue Betten schon mal. Oh nein. Hier fehlt nur wieder Touch. Die kämpfen gegeneinander jetzt. Also ich zieh mir jetzt einen anderen Sokos.
Barbie zieht einen Terrorbird an. Ich auch. Was laberst du? Kein Terrorbird. Ja. Was laberst du? So, ja, egal. Das sind ja die normalen. Wieso greifst du mich jetzt an? Ich hab dich gar nicht angegriffen. Ihr habt euch einen Biber geöffnet. Wird der mich jetzt angegriffen? Ich hab dir doch gar nicht angegriffen. Hä? Wenn eine Leiche in der Nähe war. Der ist auch aggressiv. Ne, der ist doch immer aggressiv. Die andere ist. Andere Suche sind nicht aggressiv. Nee, nee, der. Der Thorny? Ja, der Thorny Ring ist aggressiv. Ja, ich bin mal auf dem Bett gespawnt. Bleib mal da stehen, Fabi. Ich schieß den gerade gut an. Ich schieß ihn die ganze Zeit gegen den Kopf. Ja. Komm ich nicht ran, da ist mir ein Stein im Weg. Eine Sache will ich jetzt nochmal eben testen. Nice. Oh, der war 116. Oh. Wenn ihr Bogen habt, wenn ihr Bogen basteln könnt, könnt ihr mir gerne mal auch mal einen erstellen. Der andere Sukkus, der muss hier vorne im Ecke einstellen. Vorne war der direkt. Oh, da war ich bei der Ecke. Ja, ist in Arbeit. Dann kann ich mir noch. Bist du denn nächsten? Ach, da bist du. Schmeiß ich dir gleich vor die Füße, wenn er fertig ist. Merci. Ich mach den Bogen, Dex. Was war jetzt nochmal? Hab ich schon den Bogen schon gemacht. Fertig. Bin noch vom Server geflogen. Ups. Ein paar Pfeile kann ich dir auch geben. Oh, das ist sehr gut. Drops. Merci. Bitteschön. Okay. Ich bin vom Server gefallen. So, ich stell jetzt nochmal. Aber warum? Ja. Warum weißt du das? Nicht. Warum? Wie nah sollen wir ans Wasser ab? Ups, wer kommt hier vorbeigelaufen? Okay, du. Ich hab schon so Angst, was ich so in der Kamera vorbeihuscht. Ich wollte gerade sagen, direkt erstmal in die Nase rein. Großes Problem, ganz großes Problem. Bring weg. Was wäre? Bring woanders hin. Kim, glaube ich, hat das ganz große Problem. Bring woanders hin. Theodon. Der Rex da hinten ist eher das Problem. Das ist kein Rex, das ist dieser total freundliche, der zu dir hinkommt und um Essen bettelt. Ja, ja, bring woanders hin. Aber Kim hat erstmal Theodon am Haken. Nochmal die Frage, bevor wir anfangen zu bauen. Seid ihr mit einverstanden? Unten Werkstatt, oben Betten und Lagerraum. Ja, egal. Ja, ja. Okay. Hört sich logisch an. Die Idee hatte ich natürlich auch schon, aber ich war zu beschäftigt. Frage? Die unterbreiten. Ja. Oh, Kim! Voll in der Sekunde. Warum kann ich keinen Stein abbauen? Wieso stirbt das Drecksviech nicht? Weil es Level 8 ist. Nee, das macht keinen Sinn. Ja, hab ich aber nicht. Ja, dann musst du Holz schlagen. Wenn du einen Stein auf dem Boden irgendwo, einen kleinen. Oder du wirst angeknabbert. Ich werd angeknabbert? Aber irgendwie würde ich diesen Kuscheldino da hinten gerne hier zähmen. Der nee, ist nein. Machen wir erstmal eine Bude. Ein Kopf. Film, das wird nichts. Da danach musst du den auf den aufpassen. Na gut, dann bleibst du halt da stehen. Wir haben jetzt 12 Betten. Okay, ist so süß. Hat das mal, bettelt nach erst. Sorry, kommt online. Ist Level 20. Oh. Hi. Ja, wenn es ein Teams bekommt, dann nehme ich sie und erkläre alles. Dann nimmst du sie, aha. Nimm sie. In einem privaten Channel, ihr verwerfte Schweine. Das macht es nicht besser so. Du kannst dich da nicht mehr retten. Doch, kann er. Was ich ganz, ganz gut fände, wenn wir uns so ein Duidicorus irgendwie, also so schnell wie möglich zu zähmen. Wieso wundert mich das nicht? Dex, das kannst du alleine zähmen. Ja, aber wenn wir mal irgendwie so weit sind, irgendwie was zu zähmen, vielleicht ein Knüppel oder sowas. Aber Knüppel geht auch nicht bei dem. Nee, ich wollte gerade sagen. Also ich habe jetzt 2 Betäubungspfeile und die habe ich aus dem Loot von einem Direwolf. Ich kann eigentlich mal so ein Festival herstellen, ne? Kumpel, ich hab keine Fleisch, tut mir leid. Wer hat einen Wolf bitte gerade? Reitet auf dem Wolf? Metal. Das will ich. Aber ja, Pauper und Metal haben, ja. Die sind jetzt schon, also Dex, bevor wir hier ein Haus stehen haben, Moment, 50 Tiere. Das ist bestimmt. Das ist Paws Idee, ja? Wieso? Ich hab dich doch die Frauen. Was hat denn ihr gemacht? Wollt ihr was zu essen geben? Der ist voll. Der hat Hunger. Wie habt ihr den gezähmt? Nein, der ist nicht gezähmt. Der ist nicht gezähmt. Der läuft ja mal. Der ist freundlich. Das ist ein freundlicher Dino, der. Ich bettelt weiß nicht, um Essen. Wie man den zähmt, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Den kenne ich gar nicht. Doch, hallo, den haben wir auch schon gezähmt. Und Taming Food, und das ist Passiv-Zähmung. Hast du irgendwas Kleines gesehen, was man mal töten könnte? Und der kämpft gut, ist er stark? Auf 4 Beinen mit einem langen Schwanz und langen Hals. Das Ding ist, der wird uns verhungern. Wenn ich das richtig weiß, braucht der Petfood-Kibbel, um am Leben zu bleiben, wenn man ihn gezähmt hat. Da ist ein Insekt, könnte man töten. Ich brauche halt nichts. Ich hab nichts für dich, Kleiner. Können wir den irgendwo einsperren, dass der uns nicht wegbrennt? Nein. Nee, ich möchte aber gerne. Kommt, Metal, kannst du mal mitkommen? Und alle, die Tiere haben, da ist ein Schwein bei meiner Leiche. Ich würde das gerne loswerden und den Ball aufnehmen. Ich habe eine Frage. Ja. Wenn er nichts zu essen bekommt, was passiert dann? Er verhungert. Ach, er verhungert, aber er frisst nicht uns. Nein. Das ist gut. Das wäre gut. Ich zähmt einfach. Also wir brauchen halt Petfood-Kibbel, wenn ich das richtig weiß, ne? Ja, sonst überlebt er nicht. Ist mir egal, ich zähme den jetzt. Wenn er stirbt, dann stirbt er. Es ist meiner, der heißt jetzt Opfer, wenn ich den zähme. Opfer. Ist so. Opfer.
Der wird ja einfach Opfer heißen. Oh, das Schwein ist weg. Hey, renn nicht weg. Super. Ich hab Fleisch für dich. Umso besser. Er mag mich halt lieber. Oh, das sind halt die Löcher. So hat der Benny das bei mir früher auch gemacht. Da wollte ich das gar nicht ersetzen. Hätte die Leiche, genau. Hätte ich verhungern lassen? Bingelbellies. Nee. Komm mit, ich hab Fleisch. Fleisch und Fasern. Okay. Warum man diese Bären kommt, bekommt. Alter, du schreist weg, so scheiße. Hat jemand Stroh noch dabei? Benny denkt sich innerlich, nee, so, why are you running? Absolute Mangelware hier gerade. ja, habe ich, ich bin extra weiter rausgelaufen. Metal, bist du noch in meiner Nähe? Ja, ich kann nicht so weit rauslaufen, da sind zu viele Gegner. Benny läuft im Kreis mit seinem Mangino. Endgegner tue ich gerade. Why are you running? Ja, ich auch. Gegners. Weil das Team, die einen arbeiten, die anderen zähmen, ne? Ist ein Skorpion. Ey, und wenn das dazu führt, dass die arbeiten, dann nicht mehr gestört werden. Ich glaube, er ist stuck. Ist das auch okay? Der ist tot, ja. Der muss ja bloß einmal fressen. Der kriegt ja die Tiere da unten tot, Chris. Ja. Keine Halt. Weiß nicht. Geiler Scheiß. Dex. Ach, nee. Pass auf, der Dings. Würden Sie bitte den Stamm, den offiziellen Stammnamen umbenennen? Mach ich gleich. Vibe of Dexro ist irgendwie zu seltsam. Denn schon noch nach 100 gegen eine, was weiß ich, was Ameise. Ey, wann hast du denn mal wieder Hunger? Oh, da ist ein Schwein. Ja, mich hat so ein Schwein vom Berg runtergeschmissen, hat mich noch 6 HP da für den Sekt anwacht. Weißt du, aber lieber habe ich ihn gezähmt, weil sonst geht er mir nur auf den Sack. Ja. Dann rumgerennen. Also ich bin hier gerade bei einem anderen Sukkos zugange, das liegt gerade dran, weil ich eben auf dem Weg hierher schon den angefangen habe zu zählen. Oh, ich stelle mal jetzt Gebäude das Level ist der. Keine Ahnung. Her, dass wir machen wir gleich Bola zu zähmen. Ja, okay, dann. Ja, gute Idee. Jetzt voll die komischen. Ich habe schon mal angefangen, ein paar Foundations zu setzen. Hast du die neuen Touch Foundations gesetzt? Nein. Die neuen Touch Foundations. Habe ich keine Ahnung. Wo sind die? Ganz ich finde es ganz schrecklich, ins hinter dir, Metal? Ja, ins Enneagram-Menü zu gehen, da kommst du ja gar nicht mehr vorwärts, ey. Ist ja, machst du einmal ich und dann. Das da? Ja. Der eine du meinst die Simply Foundations, die aus. Ja, aus Touch. Auch. Advanced Foundations. Oh, wenig Leben. Also, Kim. Okay. Weil, wenn wir die schon haben, also würde ich die auch nützen. Das wäre ja. Noch ein Skorpion, Vorsicht. So. Ich schmeiß mal Dinge ab, wobei, nee, hier ist ja sonst auch alles. Ach, da sind die, okay. Nee, die Zwille behalte ich erst noch. Nee, ist okay. Oder willst du einen Pixar haben? Ja, nö. Gut. Ich hab das Vieh vom Weiten gesehen gehabt und dachte mir so, oh fuck, ich bin RIP, aber dann ist er mir hinterhergerannt und dachte ich mir, Hilfe. Ja, das mit dem Holz, das ist so eine Thematik, ne? Ja, ich hatte was. Ich brauch Sachen. Nur Problem ist von mir, ne, ist so ein ganz großer Agro-Pflanzenfresser, Dino, dieser Schantusaurus oder wie der hieß. Ja. Schantusaurus? Mette, Katze? Ja, die so laut brüllen. Vorsicht! Oh ja. Polen. Du stehst mir im Weg. Der übergroße Igor meinst du? Ja, genau. Die sehen cool aus. Oh nein. Du hast Bambus. Das Bambus mit drin. Das habe ich auch natürlich auch gefunden. Ganz da hinten da in die Ecke. Wo haben wir das Bambus her? Das hatte ich mir auch gerade. Das kannst du, was weißt du nicht. Ich habe das mit dem Stone da eben angepflanzt und schon mal bearbeitet. Guck mal, kannst du was machen? Nein? Ich versuch's. Er ist tot. Hab ihn. Gut. Ja. Warum für, du bist heißt bewusstlos. Nochmal? Das Pilot ja, raus. Ja, Benny. Da. Er bettelt doch so nach. Ich hab den Wolf kurz hoch. Ich hab so einen Käfer gemolken. Also wenn jemand Öl braucht. War es ein männlicher oder ein weiblicher? Nur so als, ich frage für einen Freund. Ich habe Öl, das reicht. Wie war das nochmal? Ich war schon mal so vor, Aero Kuh zu mecken. Wir haben keine Kuh, wir haben einen Oh mein Gott. Doch nicht schon wieder ein Schwein. Ich krieg die gleich nicht wieder, leckt eine Ecke da. Das würde ich nicht mehr. Terrorboard und drei Terrorboards und zwei Schweine an der Leiche. Was aber echt voll schwer hier gerade. Ich laufe mal zu einem Baum, wie so ein Wilder, und laufe ganz schnell wieder weg. Meint ihr, wenn du bereit bist, kannst du mir helfen? Ja. Ja. Ich versuch's. Haben wir irgendwo schon halbwegs eine Lagermöglichkeit? Ich habe so viel Steine im Inventar, dass ich schwer bin. Oben war eine Kiste, habe ich da hingestellt. Oben. Auf dem Stein. Oh. Alles voll. Okay, dann setze ich mal ganz kurz eine. Ich setze mal kurz noch eine neue. Gibt's auch Advanced-Kisten oder kann ich jetzt eine normale Kiste nehmen? Nee, es gibt. Moment, es gibt doch recht früh schon die Werkbank von der einen Baumod. Also SE Crafting Dingsbums gibt's ab Level 1 und ja, Crafting kostet Place so ein bisschen Dex. Holz. Ja, wo Crafting ist Place Stufe 5. Das allererste Item. Ja, ich versuch gerade wieder hoch zu scrollen. Das ist echt ekelhaft, ne? Mit diesen Low FPS. Was ist das? Nee, bei mir ist es tatsächlich weg. Ich kann ganz normal. Ach, das ist. Ach so, oh, das ist das Ding. Ich hab das gar nicht gesehen. Das sah aus wie ein Bett. Okay.
Dieses kleine Hütchen ist das, ja, ne? Ich, das, ich baue es mal, ich hab's sogar. Cool. So, wo ist jetzt der Ballon? Hat scheinbar keinen Sattel. Hat jemand was zu essen? Jutiranus. Das Feuer im Sattel. Was haben, ansonsten kann ich der Bären gleich geben. Aber hier, bitteschön, alles rein. Please. So, dann machen wir einmal das da und 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 das brauche ich auch nicht. Und das da. Nee, das behalte ich. Und das da, das da, das da. Ist es das da oder ist es das da? Auch passiv? Sonntags ist es nie da. Guck mal, Force-Feeden erstmal. Okay. Ja, ich hab diese Dinokratura-Teile, diese riesigen Hyänen. Ach, ich hab doch Gamma nicht. Ich denke so, warum ist das so? Vorhin einer begegnet. Total grell. Wie zähmt man die? Was ist Standard-Gamma? Eins, passiv? Oder? Einfach nur Gamma eingeben, nur Gamma, fertig. Du brauchst Vollgilly und musst dorthin kriechen. Okay, da war mein. Dann Fleisch im Rücken stecken. In den Rücken aber bitte. In den Rücken so. Schneidest auf mit Messer und dann so in den Rücken. Hab ich mir gerade auch so vorgestellt. So einschneiden und dann das Fleisch drunter. Achtung, da kommt ein Känguru. Und da sind große leuchtende Hyänen oder uns. Nein, das Problem ist, was hinter dem Känguru her ist gerade. Ein Tony, zwei Schweinchen. Gnom? Wo hast du denn Steine hier oben her? Woher kommt der? Keine Ahnung. Ich hab Steine reingepackt. Die hast du doch gerade aus Minecraft mitgenommen. Das sehe ich doch sofort, dass du den aus der Steine aus der Straße rausgerissen hast. Du meinst die hier von oben? Ja, den Cobblestone. Das ist das Pflaster aus der Stadt. Ja, also, wir müssen Andenken aus unserer Stadt und aus Minecraft mitnehmen. Ja. Ich würde gerne Holz holen gehen. Ich möchte ein Team haben. Ich bin allein. Schon auf dem Weg. Ich komme mit. Ich bin auch gerade am Holz abbauen. Links der Schlucht entlang. Also, ja, links ich weiß nicht, ob du gesehen hast, wo ich hingerannt bin. Achtung, da wo wir mal spawnen und den Berg runterlaufen, sind riesengroße irgendwas Hyänen. Das sind so, weiß ich nicht. Ja. Also ich will jetzt da schräg rüber, wo da drüben der blaue Käfer rumschwirrt. Da ist ein Deodon. Ein Schwein ist da. Was wir so da langsam noch brauchen, ist Keratin, weil es gibt ja auch noch die anderen Äxte. Komm, wir gehen trotzdem rüber. Ich baue mir gerade die Chitin-Axt. Ich habe einen Bogen. Also mit Cheating kann ich dienen, mit Keratin noch nicht. Oh, da oben ist einer. Ich stelle mir gerade Bolas her und irgendjemand klaut die Bolas. Ich habe auch gerade hergestellt. Cool. So, ich auch. Ey, Leute, wenn ich nur da oben rumhüpfen kann, können wir das auch. Wir sind hier, die zwei Männer laufen hier. Können wir da hinten? Nee, lieber nicht. Warte mal, was doch ist nicht, das nein, denn da vorne? Nein, doch nicht. Und da kommt die Schnur und läuft da ganz gemütlich rum. Was brauchst du mehr? Stroh oder Holz? Was ist das? Beides. Ich habe hier ein Tier. Macht mal nichts. Wo ist er denn? Okay. Gott, es ist aggressiv. Oh, es ist ein Irritator. Oh mein Gott. Ein Irritierter? Es ist ein Irritator, der fast tot ist. Ein irritierter Terratator. ich wusste nicht, wie die Irritatoren aussahen. So, will ich sagen. Das waren die mit dem Segel auf dem Rücken, konnte ich oder? Den so reiten? Nee, das waren die Sattel. Die sahen aus wie eine Mischung aus Spino und Rapsor. Ja. Welcher Sattel waren das? Relativ gut schauen. Ich habe auch von den anderen Viechern schon einen gefunden. Von diesen skeptigeren Raptor mit dem breiten Stroh. Geh da weg, lauf weg. Das sieht mal die neue Axt aus. Ich? Ja, du stehst da so gemütlich rum und craftest. Ja, ich hab nur geguckt. Nee, gucken ist hier gefährlich. Ja, ich weiß. Voll gefährlich. Aber, und die guckt auf die Uhr. Ja, Pfeil hab ich auch wieder. Guck auf die Uhr. Oh, hallo. Nein, guten Tag. Du denkst, du wolltest Holz fahren. Wo bist du unterwegs gewesen? Wir sind da. Jetzt fühle ich mich sicher. Wir machen gerade ein. Oh Gott. Lass uns herbauen, schnell. Da sind Tate und so. Wir sind noch mehr Feist. Oh Gott, Schnu, du hast einen Golem hinter dir. Du hast einen Rock-Golem hinter dir. Was? Und Deodon habe ich hinter mir. Oh nein! Das ist richtig gut, weil ich habe nämlich keine Ausdauer mehr. Also ich würde jetzt eine Steinschleuder nehmen. Leute, ich habe keine. Leute, auf den Kopf des Rock-Golems. Macht euch bereit für einen Deodon. Oh, was ist das? Hallo? Wie heißt denn das? Ich hänge auf dem Fuß von einem Andreosaurus. Oh, fest. Cool. Immer diese Themen, Leute. Boah, ich hab so einen Überlauf gelassen. Jetzt häng ich hier zwischen Steinen fest. Und dann dementsprechend ein bisschen Fleisch gehabt und hab den angefangen schon. Ja, ich fühle mich jetzt auf jeden Fall sicherer. Nee, doch noch nicht. Der ist auch ganz zähmwütiger. Das Ding gerade mit Absicht rumrennen. Wir müssen eigentlich den Treib in der Allianz aufspinnen. Einmal die Zähmwütigen und einmal die Bauer. Die Bauer aber keine Tiere. Ja, darum geht's ja. Ihr seid homeless. Im Farmer. Ihr habt keine Tiere. Ach ja, Was ist mit der Gruppe, die versucht, am Leben zu bleiben? Also, das sollten alle. Die haben sie noch nicht eingegliedert. Die wandeln in der Zwischenwelt. Genau, die wechseln den Tribe immer wieder, hin und her. Das ist nicht eingegliedert, das ist richtig. Okay. Noch unentschlossen. Advanced. Oder divers. Boah, das ist ja so schrecklich hier in dem Menü. Nee, Öl will ich jetzt keins haben.
Schade, ich dachte, du wärst ein Wasserkäfer. Ah, hallo Rocco, denn wie geht's dir? Ja, bitte nicht nach hier. Nach ihr? Sekunde. Wo warst du nochmal, Dex? Boah, Alter. Ja, deshalb will ich den zähmen, damit ich mir auch mal die rumzuhören. What the fuck ist das denn? Auf dem Kack. Hä, wo kommt der denn jetzt her? Der ist die ganze Zeit passiv. Den kennen wir doch, Dex. Den haben wir auch gezähmt bei mir. Ich weiß es schon nicht mehr, schon so lange her. Der stand dann bei mir rum. Und wie habt ihr den gezähmt? Den musst du passiv zähmen und dann musst du wie auf Baby auf ihn aufpassen. Echt jetzt? Nigasaurus? Mit dem wäre ich mega schnell. Geh mal mit dem Riesending hier weg. Ja, ich kann ja nicht weggehen, bitte. Guten Tag. Vorsicht, Gnomi. Hinter dir ist der böse. Wer macht hier gerade die Wände? Der Irritator. Ich. Ja, das ist ein Stück Werk, nur das sind, glaube ich, Holzwände, oder? Ach, da in die Richtung, warte. Ich will mir die beiden Bäume noch mitnehmen. Wenn der jetzt nicht gleich mal sich zähmen lässt, erschieße ich den. Ach ja, ich hab jetzt eine Axt. Warte mal. Leute? Ja. Wir splitten uns mal ganz kurz, damit die eine dann gemütlich zähmen und die anderen weiter bauen können, weil es wird ein bisschen durcheinander, weil die einen zähmen und die anderen machen. Guck mal, ja, ich bin bei Bautrup. Ich bin auch Bautrup. User was moved to your channel. User was moved to your channel. Hier waren Prokoptodon. Ich hab dich gerade rausgezogen, weil du warst gerade am Arbeiten, deswegen habe ich dich gerade gedacht, dass du mit. Willst du wieder runter zu einem anderen Trupp da runter? Nee, ich wollte gerade nur Kümchen fragen, ob sie mit mir den Prokoptodon zählt, aber ich komme gerne mit, aber wenn Prokoptodon, du mir sagst, wo du bist. Prokoptodon, die zählen mir gerade die ganzen Tiere. Die zählen gerade die ganzen Tiere, weil das sind alles passive Tiere. Der Prokoptodon musst du abschießen. Das können wir noch nicht. Okay, na das, gut, dann ich bin gerne mit dabei. Also. Ah, oh, das Vieh. Metal ist anschlafen. Ja. Guten Nacht, Metal. Oh, geht ins Bett? Okay. Ah, so ist ein bisschen ruhiger. Weil ich habe jetzt gerade nicht mehr verstanden, wer was macht. Ich auch nicht. Nee. Was ist das hier? Holz und Stroh holen und ein bisschen Steine. Das ist ein Zeug. Ach so, da kann ich jetzt reinpacken, ne? Ja. Inventar öffnen, dann packe ich schon mal was rein. Das sieht ja echt sehr strange aus, ey. Ja, ist das Holz? Was? Grave das sind das die Holz? Neuen. Holz, Holz oder was hast du? Setschwände. Es gibt auch Setschwände, kannst du auch nehmen. Ja, aber ich wollte die mal ausprobieren. Okay. Muss ich so können. Pack das jetzt alles erstmal da rein, damit es nicht weg ist, wenn ich tot bin. Du kannst auch hier, wir haben auch so eine Smitty hier, Schnur. Im Haus, also in dem unfertigen Haus. Okay. Also ich gucke mal erstmal die Größe an, weil wir brauchen Leute, das schon für. Guck mal, ich will mal was. Ich teste mal was, weil das gerade am Anfang schon machbar ist. Guck mal. Schnu, was machst du da auf den Schwanz? Ich hab schon mal eine Base. Tschüss. Deck, guck mal da. Ich bin Dex, fertig. Dex. Das ist ja cool. Guten Tag. Eine Hexenhütte für einen Dexen. So, sorry. So, wir haben eine offizielle Tragetasche. Ah, Dex, guck mal da rein. Ja, das kann ich nicht, Mann. Du stehst immer im Weg. Was hast denn du da für ein Klohäuschen? Zeig mal. Das ist einfach was craften. Ach, das ist ein Dekohaus. Das ist so. Da kannst du drin was craften. Und Schnur läuft schon wieder nackig durch die Gegend. Furchtbar. Was? Den hatte ich auf der PlayStation auch. Moment, wo kommt der Biberdamm her? Den fand ich cool. Ach, der ist gebaut. Warte, wie groß hat Dex das gebaut? 4 breit mal. Ich habe jetzt einfach nur sowas gebaut. Wir können ja noch weitermachen. Mal 3. Ja, ich überlege gerade wegen der 50 Größe. Ich wollte gerade auch sprechen, aber ja, ich werde auch eingebaut hier. Ist das hier eine Tür? Achso. Ja. Alter, sieht strange aus. Warum ist das hier eigentlich anders als die anderen? Weil es gibt 3 verschiedene Wände. Achso, Wall 3, Wall 1. Was soll ich denn? Achso, Simple Wall. Aber soll ich das die Engramme lernen dafür? Von allen. Du willst, kannst du kannst, wir haben ja sowieso Engrams ohne Ende, also mach ruhig mal ganz viele. Ja, du kannst gefühlt alles lernen, weil das Wichtige, die teuren Sachen sind alle weg. Okay. Können die eigentlich diese Tiere noch behalten? Also oder sterben die jetzt alle weg? Weil die sind die haben ja jetzt schon alle nur Tiere. Nur der große von Bendy wird wegsterben, weil er halt kein Fettgebiet kriegt. Genau. Ja klar, und da drinnen. Und wie hat das jetzt, wie haben diese andere Sukus da gezähmt? Die mit Fleisch, passiv. Das sind alles Passivtiere und den Dex, den wollte ich nur zähmen, weil damit er aufhört hier rumzurennen, weil der rennt die ganze Zeit den Leuten hinterher. Und jetzt steht er da und man kann ihn beladen. Der andere Sukus, ist er stark? Geht so. Doch, der stark mit Sattel drauf. Also mit den Wänden hier ist Privatsphäre ein bisschen überbewertet. Ich will eine Toilette hier drin haben, bitte. Wenigstens ist es mal gut durchgelüftet hier. Sieht gleich okay. Alles raus, das ist doch gut. Und die fliegen rein. Ja, genau. Boah, ist echt krass hier. Das Enneagram-Menü ist brutal, ey. Ja, ich würde jetzt einmal lernen, Dex, und dann bist du da durch, dann hat man da. Was ist denn bitte ein Cave-Nest?
Ja, das habe ich mich auch gefragt, ja, dann kann, ich wollte mich schon wieder fragen. Ist das, was das ist, zum Strukturen reinsammeln tun. Einfach zum Sammeln, da kannst du Eier zum Beispiel lagern. Sieht aus wie ein Nest und kannst du halt als Lagerstelle verwenden, genauso wie der Biberdamm draußen. Moment, wieso wollen wir so, da was braucht ihr? Holz und Touchkabel, das ist interessant, glaube ich. Guck mal in die Kiste, da habe ich was reingetan. Das ist zwar nicht ganz so viel, aber das kannst du schon mal nehmen. Komm mit Tragetasche, wir gehen heute. Komm mit Tragetasche. Hast du ihn hoffentlich auch so genannt? Der heißt Tragetasche. Oh, das ist. Ich drück mir im Wolf. Aber ist doch schade, wenn der stirbt. Ich glaube, ich mach das mal abseits der Aufnahme, das ist ja schrecklich. Oh Gott. Ich krieg das gerade. Das ist so langsam. Ich kann, muss 6-mal drücken, um irgendwas zu lernen. Ja. Boah, was ist denn der Blood Shrine? Das hört sich doch so. Ja, wir opfern jetzt hier gleich. Deswegen haben wir ja 13 Leute mit dabei. Das ist Sacrifice. Ja, deswegen haben wir 13 Leute mit dabei. Remains the bone meal of all the defeated armies. Du denkst, eigentlich müsste ich auch noch die Metall-Pick und alles machen und wegschwellen und nur die Keratin-Zeug nutzen. Das wäre auch lustig. Ich geh mal abbauen, ne? Ich komme jetzt gleich mit, ich muss mal ganz kurz ein paar Sachen. Ja, meine Mentalität baut auch ab. So. Jetzt erst? Das ist ein schleichender Prozess. Tim hat auch gerade nochmal ganz viel Material dabei gehabt. So Steine, Stroh, Leder, Keratin habe ich einfach mal geklaut gerade. Oh, bis kurz vor Stein habe ich alles gelernt, den Rest brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. Habe ich jetzt gerade mit meiner Axt den Stein abgebaut? Vielleicht. Kann passieren. Willst du Privatsphäre, Gravy? Ja. Ja. Das ist so dumm. Hier, dein Zimmer. Haben wir schon aufgebaut. Sieht halt aus wie einfach nur ein Riesenkäfig. Wer bei fängt schon an, Deko zu bauen? Pau-Pau. Wir haben nicht mal die Base und Pau-Pau fängt an, Deko zu bauen. Hast du denn schon? Ja, hier. Die Bäume. Was kann man aus Sand das nicht machen? Kostet das nicht Material? Ja, Sand und Kaktussaft kann man zu Lehm verarbeiten. Ah, das kostet ja aber Fasern. Das geht ja, noch. Ich finde es witzig. Wir haben nicht mal zur Base. Deko steht schon mal. Voll Megabaum. Rotbaum oder was ist das hier? Aber hübsch. Ja, so ist das. Rotbaum. Kriegen wir ein bisschen Schatten, wenn das zählt. Okay, ich gehe mal. Soll ich den abbauen? Nee, war. Nein. Kann man der gar nicht. Das ist für ne? Hübschi, ne? Den kann man ja, das gar nicht. Ist, das ist Dekobaum, den kannst du aufheben. Das ist ja mal ein hübscher Skorpion. Schade, dass du sterben musst. Ich gehe mal weiter Material sammeln. Mhm. Will jemand mit? Ich komm mit. Wo bist du denn? Beim Luna vorbei. Da, genau. Dreh um. Warte kurz. Rechts, hinten, links, da vorne geradeaus. Vor, rechts, links, geradeaus. Geradeaus, links. Sehr gut. Ah. Hier links jetzt. So, ah. Der mit dem Buch. Oh, der Baum rechts ist. Ja. Den Satz fand ich eigentlich immer doof. Rechts ist da, wo der Daumen links ist oder andersrum, ne? Jetzt drehen wir mal die Hand, drehen wir die Handfläche um. Und jetzt. Und jetzt ist hier wieder die andere Frage. Wenn man doch gar nicht weiß, wo rechts oder links ist, woher soll man dann wissen, wo jetzt der Daumen rechts oder links ist? Aber wir hatten das in der Fahrschule aber auch, dass wenn deine linke Hand am Lenkrad war, okay, dann geht ja, das. Genau. Ja. Dann zählt das. Nicht erschrecken. Der wird gleich sterben. Der Tragetaschendino. Also gut. Okay. Polovia, okay. Der verliert gerade pro Sekunde 50 Leben, also. Boah, da benutze ich. War Frage der Zeit. Boah. Voll erschrocken. Oh, der bringt. Ach, da steht schon eine Schmelze. Nee, das ist ein Blutschrein. Achso, das ist ein Ofen, das ist keine Schmelze, ne? Da opferst du Raw Meat. Für irgendwas. Keine Ahnung, was da rauskommt. Wir müssen zu den Bäumen hoch. Wir müssen irgendwie zu den Bäumen. Wir brauchen Bäume. Kochtopf. Dann setze ich hier mal die Schmelze schon mal hin. Hast du Waffen dabei? Ich habe einen Bogen mit 27 Pfeilen. Was hat denn? Hast du es gehört? Was hat Pau gerade gesagt gehabt? Ich hab's nicht verstanden. Ach nee. Der Bären? Nee, aber ihr könnt was schleppen. Du kannst was schleppen, warte mal. Warte. Oder Fasern, nehme ich alles mit. Warte mal, Paul. Ich hab Bären, warte. Einfach alles reinschmeißen. Ja. Paul, hast du eine Waffe dabei? Was für eine Waffe? Also wenn du was gesagt hast, Paul, ich hab dich nicht gehört. Ach,
Ja, wenn du was gesagt hast, Pau, ich habe dich nicht gehört. Was habe ich dabei? Eine Waffe? Hast du eine Waffe dabei? Nusras? Ja. So, jetzt brauchen wir noch Metall. Gib mal her. Ich brauche nur den Speer. Nur den Speer. Der Tür raus. Ja. Dankeschön. Ich kann auch gerne mitkommen und beschützen. Ich wollte auch fahren gehen. Wir gehen gerade Holz farmen. Okay. Ich bin euer Wächter und Träger. Dass man diese, wie heißen die Sukkos-Dingsbums, Köter so schnell zähmen kann, ist irgendwie auch das doof. Ist voll, ne? Gut. Ich finde es gut. Findest du gut? Ich finde es schrecklich. Ja. Zu schnell. Bisschen zu früh. Alles, zu was schnell geht, ist gut. Da rechts sind deine Krokotas, gegen die kann ich nicht kämpfen. Du musst berechnen, wir sind alle in Level 100. Die haben, glaube ich, 65 Levelbegrenzung irgendwie. Ach so, ja klar, mit der Levelbegrenzung also, ist das ja so alles ja, kaputt, also, ja. Die Levelbegrenzung ist halt alles weg. Wären wir jetzt Level 1, dann hätten wir gefühlt was aus. Weg hier! Weg hier, Schnur, weg. Weg, einfach weg. Lass das ruhig die Pau machen, die hat einen Köter. Irgendwas läuft hier. Was kann man aus Seide nochmal machen? Wüstenkleidung. Und Zelt. Ah, Wüstenkleidung, stimmt. Wir nehmen einfach alles mit, Pau, was wir, Schnur, was wir hier sehen. Ja, genau. Alles, was nicht Nied und Nagelfest genau, ist. Alles wegrasseln hier. Eigentlich ist es logischer, mit einem Köder rumzulaufen. Dann können wir erstmal was reinschmeißen und sind wir schneller von A nach B. Aber ich glaube, du meinst eine atmende Tragetasche, so wie Benny gesagt hat. Ja, bloß eine vernünftige Tragetasche, die nicht pro Sekunde 50 Schaden kriegt. Ja. Selbst wenn ihr Hunger noch voll war, würde ich da betonen. Sag mal, wo ist denn der gelbe Strahl jetzt hier gelandet? Hast du den eigentlich gelootet, den roten Strahl, Stone, oder hast du es nicht geschafft? Das glaube ich nicht. Stone ist, glaube ich, das andere. Er ist raus. Oh, wo ist denn hier Eisen, ey? Seh dich gar nicht mehr. Ja, ich bin auch gerade auf der Suche nach Eisen. Ich glaube, ich weiß, wo welches ist. Oh, hier ist Beispiel. Ich weiß nur nicht, ob ich da hinkomme. Einfach deinen Namen gucken. Den Namen siehst du doch immer aufleuchten. Jetzt bitte nur kein böses Vieh irgendwo auftauchen. Links, auf dem Stein. Hinter dir auf dem Stein. Hier oben. Guck. Ah! Da rennt er rum. Nee, Kaposuko ist nicht gut. Ich bin irgendein Busch. Irgendein Busch bin ich. Bist du auch gerade bei dem großen Skelett? Nee, ich bin irgendwo hier bei einem kleinen Teich. Bex? Bex? Ja. Guck mal da hinten, das ist böse, oder? Der Dicke? Ja, ja. Nee, das ist ein Morellatops, also Mozzarellatops. Also können wir Mozzarella. Den Baum, da kann, den kann ich nehmen, ja? Nee, der ist voll ja, ich habe aber was okay. gefunden, glaube ich. Ich muss noch darüber kommen. Ohne zu sterben. Mozzarellatops sind ganz liebe. Die speichern ja, sogar Wasser. Ich wollte gerade sagen, den kann man cool. Wasser abzapfen. Mhm. Und für Scotch ist echt gut. Noch nee, es ist eine Rüstung, eine Waffe auch noch kaputt. Aber wobei eine Wüstenrüstung und ein bisschen Resistenz reichen eigentlich auch. Hast du einen Feuerstein? Ich habe bei Pau alles reingemacht. Okay, ich muss mal. Warte, aber ich habe warte. Oh, wir müssen weg hier. Weg. Komm zu mir. Oben sind die Hyänen oben. Die kämpfen gerade gegen den Mozzarellatops. Och nö, jetzt bin ich den ganzen Scheißweg hochgelaufen. Das soll ich dir Feuerstein abbauen? Hab schon. Ich hab schon selber gemacht. Wir müssen mal ein bisschen Aussicht immer an den großen Felsen halten nach Eisensteine, weil die Jungs suchen gerade Eisensteine. Mhm, okay. Die sind meistens kleben die an den großen Felsen immer. Okay. Oh, wie gesagt, nur zur Erklärung, Rechtfertigung, ich habe noch nie Scorch Earth gespielt, noch nicht einmal. Gut. Aber die Eisensteine sehen genauso aus wie sonst auch. Achso, die sehen gar nicht besonders aus, ne? Nee, ist das Gleiche. Ja, die sind halt grau mit Gold. Ah, okay. Anstatt dieses also wie Sandgelb. Bei Valgo Aero. Ja. Hm. Ah, okay. Wer läuft da oben? Kim. Okay. Ich glaube, so. Wir laufen mal Richtung Base. Okay. Nein, so wollte ich gar nicht runter. Wir haben noch kein Dings gesehen, kein, wie heißen sie nochmal? Wie heißen sie nochmal, die Spitzohren? Jabor. Jabor, oh. Einen habe ich gesehen, aber da war gerade irgendwas großes Trampelndes hinter mir her. Da konnte ich nicht gestorben. Anhalten. Warum nicht? Wasser, ich brauche. Sonst im Zweifelsfall hau dir blaue Beeren rein. Ich bin schon da. Oh. Wir bringen mal die Sachen weg. Hau rein, jawohl. Waterboarding. Der Stone ist so voll geladen, der läuft hier nur noch in Mega-Zeitlupe. In Wittergeschwindigkeit nennen wir das immer. Ah, ich habe jetzt hier Bone Meal.
in dem Schrein. Jetzt kannst du Bäume wachsen lassen. Da kommt das her. Nee, das braucht man, um die Werkzeuge zu craften. Siehst du, hab ich mal was richtig gemacht in meinem Leben. In deinem Ark-Leben, meinst du? In meinem Ark-Leben. Nee, eigentlich in deinem Leben. Okay, wir ich nehme das zurück. So, okay, ich tue die Beeren übrigens alle in den Topf für Farbe und wir haben ja sowieso jetzt noch keine andere Lagermöglichkeit. Oh Mist. Ich nehme mal ganz kurz oben. Ach. Das Interessante bei den Engrams ist, wenn ich in der Ansicht bin, wo die schon alle erforscht habe, dann geht's. Sobald ich aber welche habe, die noch nicht erforscht, dann fängt es an zu lecken. Ja. Alles gefixt. Seit 2015. Naja, genau. Nee, das kommt wegen der Mod, die wir hier drauf installiert haben. Alles gefixt. Wow, ich bin voll. Arg, beste Spiel. Cave Spare. Bone Meal, 10 Stück. Oh, ja, nicht mal. Klingt gut. Cave Spare. Spear. Ich krafte uns mal was, glaube ich. Ja, mach mal. Ich würde auch sonst nicht Knochen, oder heißt sie Knochen? Ich glaube, sie heißt Knochenspitzhacke. Kommt bei euch gerade auch Musik? Ja. Okay, dann war das so Umgebungsmusik. Ja, das war Tag, Nacht oder Mittag oder irgendwas war das? Das war... Ja. Oh, das ist so dieser einer von den neuen Speeren, ne? Ja. Also was heißt neu? Das ist eigentlich ein Standardspeer. Mit das einem war Skin Mittag. Drauf. Ja. Damals gab es den als Speer. Den gibt es eigentlich so gesehen bei... Hab ich den nochmal gemacht. Bei Ark gibt es den als Standardspeer. Das hier. Ah, das klingt ja ekelhaft. Was hat denn die für eine Megakapazität, diese. Ja, irgendwie eine Werkbank halt, ne? Die ist auch mega viel, irgendwie, habe ich das Gefühl. Wir haben viel, viel mehr drin als normal. So scheint mir das irgendwie. Ich habe noch nicht einen einzigen Metallstein gefunden. Ich könnte brechen. Aber sowas ja, auch nicht. Ich hab die Suche erstmal aufgegeben. Auch keine Flusskiesel. Also die kleinen grauen. Die würden ja auch schon helfen. Ja. Okay. Ich sag aber erstmal, ihr Lieben, für diese Folge. Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Ihr wisst Bescheid. In der Videobeschreibung kriegt ihr alle Links zu den ganzen Mods, zu den ganzen Einstellungen und so weiter und so fort. Bis dann. Adele. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.